Muslime auf der ganzen Welt richten ihr gesamtes Leben nach einem Buch aus, nämlich nach dem Koran. Und zwar aus dem Grund, weil ihnen ihre Religion, der Islam, sagt, dass es sich bei diesem Buch nicht einfach um ein literarisches Werk handeln würde, sondern um das unfehlbare Wort Gottes, das dem auserwählten und letzten Propheten Mohammed herabgesandt wurde, vom Himmel. Nun gibt es allerdings einige Probleme mit dem Koran, denn wenn man sich rational objektiv und ohne die islamistisch-fundamentalistischen Scheuklappen mit dem Koran beschäftigt, einige Probleme, die sich auftun, denn wenn man als Islamwissenschaftler an die ganze Sache herangeht, dann stößt man auf viele Dinge, die ganz klar dafür sprechen, dass der Koran falsch ist und nicht als eine Offenbarung des allmächtigen Gottes zu betrachten ist. In diesem Video geht es um einige Fakten und Gründe, warum der Koran falsch ist und nicht das Gotteswort sein kann. Zunächst einmal muss man die historischen Fehler im Koran betrachten. Jesus wird hier als Prophet bezeichnet und es gibt im Islam keine Kreuzigung und Auferstehung. Der Mann, der am Kreuz hing, war laut Sure 4, Vers 157 nicht Jesus, denn er habe nur wie Jesus ausgesehen, denn Allah habe alle nur ausgetrickst. Nun ist es einmal absolut fragwürdig, das überhaupt zu leugnen und zu sagen, denn in den historischen Quellen, die sehr nah an Jesus von Nazareth und an seinen Tod heranreichen, haben wir die Fakten der Kreuzigung, der Grablegung und der anschließenden leiblichen Auferweckung durch Gott ganz klar und chronologisch in derselben Reihenfolge und in den Grundzügen übereinstimmend berichtet. Das bedeutet, dass die ältesten Quellen zu Jesus von Nazareth genau diese Fakten allerdings als die wichtigsten Eckdaten Jesu von Nazareth herausstellen. Jetzt möchte ich einmal eine Frage in den Raum stellen, und zwar, welcher Quelle vertraut man zu einer historischen Person mehr? Die, die 600 Jahre und mehr nach deren Tod geschrieben wurde, oder die Quellen, die nah an das Leben heranreichen und bis zu 20 Jahre danach geschrieben wurden und die sich auf Augenzeugenberichte und Schriften berufen, die bereits kurz nach dem Tod der Personen bereits im Umlauf waren und miteinander übereinstimmen. Ich denke, jeder Historiker ist sich einig, dass Letzteres viel besser ist. Wenn dem jedoch so ist, dann ist das Neue Testament und nur das Neue Testament als die authentische Quelle über das Leben Jesu zu betrachten. Der Koran fällt damit als historische Primärquelle flach, da er über 600 Jahre nach Jesu Tod erst geschrieben wurde und daher den Anspruch, den er selbst erhebt, mehr über den historischen Jesus zu wissen als die zeitgenössischen Quellen absolut nicht geltend machen kann. Es gibt jedoch noch andere Fehler im Koran, die sehr auffällig sind und ziemlich problematisch sind für den Islam. Nämlich wird von Abraham und Ismael einerseits als Propheten gesprochen, andererseits bauten sie angeblich die Grundmauern des Heiligtums der Kaaba. In Sure 2, Vers 127 kann man dies nachlesen. Die Kaaba wurde jedoch nicht von Abraham und Ismael gebaut. Weder gibt es darüber Aufzeichnungen noch irgendwelche Quellen. Außerdem, das Alte Testament, das ja wohl die ältesten Schriften sowohl einbezieht als auch selbst darstellt zu Abraham und Ismael, wissen nichts von einer Reise nach Arabien, wissen nichts davon, dass sich Abraham und Ismael je in der Nähe der Kaaba aufgehalten hätten, und wenn, dann hätten sie das berichtet. Natürlich könnten die Moslems jetzt sagen, dass das alles verfälschte Schriften sind, doch dass das Argument absolut nicht greift und letzten Endes sogar ihrem Islam selbst schadet, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Überhaupt fällt auf, dass der Islam und vor allem der Koran und die Hadithe einfach nur alte Legenden, die zu Mohammeds Zeiten bekannt waren, einfach nur übernommen hat und neu überarbeitet hat. Das gilt für die Bibel wie auch für irgendwelche Legenden, die komplett ahistorisch sind und noch ahistorischer wurden durch die islamische Bearbeitung, was ja vor allem für das Alte Testament gilt. Außerdem, da möchte ich jetzt einmal ein Beispiel nennen,
Die glorreichen Taten Alexander des Großen ist ein Werk, das gegen Ende von Mohammeds Leben im Umlauf war. In Sure 18, Vers 83 bis 86 wird eine entscheidende Stelle aus dieser legendarischen Schrift jedoch zitiert, denn angeblich sei er mit seinem Gefolge bis zum Ort des Sonnenuntergangs geritten, wo wir auch beim nächsten Punkt wären, und zwar dem Punkt der wissenschaftlichen Fehler. Man hat angeblich den Ort des Sonnenuntergangs gefunden und man fand laut dieser Sure, dass sie in einer schlammigen Quelle untergeht. Das mag, so wie Muslime auch manchmal herausstellen, daran liegen, dass es einerseits so aussieht, wenn man auf das Meer schaut oder auf irgendein Gewässer, und dann sieht es vielleicht so aus, als würde die Sonne im Meer oder im Wasser versinken. Andererseits wird hier explizit davon gesprochen, dass man direkt da geritten ist, bis dahin geritten ist, und in den Hadithen steht sogar, dass eben Mohammed behauptet hat, dass die ganz klar die Ortschaft gefunden hätten und dass da sogar Leute leben würden, und die schlammige Quelle würde die Sonne verschlucken, wie es der Koran ebenfalls sagt. Dass das allerdings komplett unwissenschaftlich ist, das brauche ich niemandem mehr zu erzählen, was bedeutet, dass der Koran wissenschaftliche Fehler enthält, was allerdings eigentlich nicht sein könnte, wäre er das Wort Gottes. Doch es gibt noch mehr. Koran, Sure 37, Vers 6 bis 10 behauptet doch ernsthaft, Sterne seien Geschosse gegen Dämonen. Heutzutage wissen wir allerdings, wie wir das bereits eigentlich immer gewusst hatten, dass das eigentlich absolut absurd ist. Wenn wir uns außerdem Sure 23, Vers 12 bis 16 und 32, Vers 6 bis 9 ansehen, fällt uns eine absolut zweifelhafte Embryologie des Islam auf. Denn wenn wir uns da mal anschauen, wie die Embryonen entstehen, dann stellen wir fest, dass sie erst Blutstropfen in Behältern sind, dann zum Blutgerinnsel werden, dann einen Fleischklumpen bilden und sich dann und dann mit Knochen von Allah bekleidet würden. Dass das absolut falsch ist, ist in der heutigen Embryologie absolut klar. Wir wissen heute, wie ein Embryo sich entwickelt. Wir kennen die einzelnen Entwicklungsstadien, die den Koran und damit den Islam jedoch als komplett falsch entlarven. Grund Nummer 3, das Gotteskonzept. In Sure 3, Vers 54 heißt es, dass Allah der beste Täuscher sei. Was ist das für ein Gott, wenn der allmächtige und liebende Gott, der den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, als der beste Täuscher dargestellt wird? Allah täuscht also die Menschen ganz schön oft. Warum sollte das ein liebender und allmächtiger Gott tun? Warum sollte der Gott selbst lügen, selbst täuschen, Ränkeschmied spielen? Und vor allem, warum sollte er so viele Menschen ins Verderben und in die Irre führen? Außerdem, wenn Allah denn schon so oft getäuscht hat und wenn er selbst Mohammed einmal mit den satanischen Versen getäuscht hat, wenn die Kreuzigung und das alles einfach nur eine Täuschung war, wenn die Kreuzigung also nicht Jesus betraf, sondern Allah das alles nur getrickst hat, woher sollten dann die Muslime wissen, dass auch der gesamte, komplette Rest des Islam nicht auch nur eine Täuschung ist? Das sollte man mir mal beantworten. Und ganz klar ist, wenn Mohammed sich schon so oft geirrt hat und wenn so viele Fehler im Koran sind, dann kann man nie wissen, dass Allah sie nicht selbst täuscht. Weshalb das islamische Gotteskonzept bestenfalls fragwürdig, schlimmstenfalls katastrophal ist, in jeder Hinsicht jedoch komplett falsch. Die vorteilhaften Offenbarungen hatten wir ja schon mal. Sure 33, Vers 53, da traut sich Mohammed offensichtlich nicht den Gästen zu sagen, dass er sie nicht mehr im Haus haben möchte, und kommt dann mit Allahs Offenbarung, die die Gäste persönlich auslädt. Das bedeutet im Umkehrschluss, der Prophet traut sich nicht, Gäste auszuladen, und lässt das dann einfach Gott übernehmen. Und das soll tatsächlich ein Teil der ewigen und universal gültigen Offenbarung an alle Menschen sein. Wieso sollte dann ein so unwichtiges Detail da sein? Außerdem möchte ich noch eine Sache ansprechen, und zwar Sure 33, Vers 37, als Mohammed die nackte Frau, die mit seinem Adoptivsohn Said verheiratet ist, erblickt und dann komischerweise eine Offenbarung von Allah bekommt, dass er die Scheidung der Ehe von den beiden arrangieren wird und sie Mohammed zur Frau geben würde.
Interessant, da erblickt man eine hübsche Frau, geilt sich an ihr auf und schon kommt eine Offenbarung Gottes, dass sie ihm gehöre. Oh yeah, Baby. Die Gewaltaufrufe und kranke Dinge im Koran, die sind ganz schön lang. Die Liste wird ganz schön lang und ich möchte nun einmal einige Beispiele für Gewaltaufrufe im Koran geben und werde dann auch darauf eingehen, was es noch alles für kranke und fragwürdige Stellen im Koran gibt. Und da möchte ich zunächst einmal anfangen mit der Stellung der Frauen im Koran. Sure 4, Vers 34. Die Männer sind den Weibern überlegen, heißt es da schon mal, wegen dessen, was Allah den einen von den anderen gegeben hat und weil sie von ihrem Geld für die Weiber auslegen. Die rechtschaffenen Frauen sind gehorsam und sorgsam in der Abwesenheit ihrer Gatten, wie Allah für sie sorgte. Diejenigen aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet, warnet sie, verbannet sie in die Schlafgemächer und schlagt sie. Und so sie euch gehorchen, so suchet keinen Weg wider sie. Siehe, Allah ist hoch und groß. Und Allah ist deshalb hoch und groß, weil man Frauen schlagen darf? Was ist das bitteschön für eine moralische und kranke Einstellung gegenüber Frauen? Sure 4, Vers 74. Und so soll kämpfen in Allahs Weg, wer das irdische Leben verkauft für das Jenseits. Und wer da kämpft in Allahs Weg, falle er oder siege er, wahrlich, dem geben wir gewaltigen Lohn. Es bekommt also auf gut Deutsch jeder Lohn, der kämpft und der Kriege führt. Interessant zu wissen, und das ist eine Offenbarung von Gott, oder soll es sein? So kämpft in Allahs Weg, heißt es in Sure 4, Vers 84, nun, du sollst dazu gezwungen werden und sporne die Gläubigen an. Vielleicht hemmt Allah die Kühnheit der Ungläubigen, denn Allah ist gewaltiger an Kühnheit und gewaltiger an Züchtigen. Ganz interessante Stellen finden sich hier. In Sure 5, Vers 33 heißt es gar, siehe der Lohn derer, welche Allah und seinen Gesandten befehlen und Verderben auf der Erde betreiben, ist nur der, dass sie getötet oder gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt oder aus dem Lande vertrieben werden. Das ist ihr Lohn hienieden, um im Jenseits von ihr ihre schmerzliche Strafe. Ganz schön interessant, was der Koran hier so alles zu berichten weiß. Doch wenn das nur schon das Ende wäre, es geht ja noch weiter. Sure 8, Vers 39 sagt, und kämpft wider sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt. In Sure 9, Vers 5 tut sich dann bereits die nächste für uns interessante Stelle auf, wenn es nämlich heißt, sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlaget die Götzendiener, wo er sie findet, und packet sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Interessant, was da so alles geschildert wird im angeblichen Wort des allmächtigen und liebenden Gottes. In Sure 9, Vers 29 heißt es gar, kämpfet wieder jene von denen, welchen die Schrift gegeben ward, die nicht glauben an Allah und an den jüngsten Tag und nicht verwehren, was Allah und seine Gesandter verwehrt haben. Ja, was soll man dazu eigentlich noch groß sagen, oder nicht? Und ja, da geht's dann auch noch heiter weiter hier, Sure 9, Vers 111. Sie sollen kämpfen in Allahs Weg und töten und getötet werden. Das heißt, sie sollen sich auch für Allah töten lassen. Und da verstehe ich die Menschen nicht, die dann sagen, es wäre das, was der islamische Staat macht, sowieso unkoranisch und nicht im Namen des Islam. Denn genau sie leben offensichtlich den wahren Koran und Islam aus. Wir schauen uns Sure 47 noch einmal genau an, und zwar Vers 4. Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt, dann schnüret die Bande. Was sind das für kranke Gewaltfantasien? Und so etwas soll das Wort Gottes sein. Ich bitte euch von ganzem Herzen, liebe Muslime, macht euch darüber mal Gedanken. Ich tue das nicht, um euch so anzufeinden, um euch zu beleidigen. Ich habe selbst muslimische Freunde und Menschen, die ich sehr liebe, die den Islam angenommen haben.
Doch ich bitte euch von ganzem Herzen, einmal zu hinterfragen. Ich tue das nämlich nicht, um euch zu verletzen, sondern der Wahrheit wegen. Dass solche Menschen Belohnungen im Paradies bekommen, die so etwas tun, zeigen Suren wie 37, 48, 38, 52 oder 78, 33 auch die Hadithe. Hier wird von Huris gesprochen, die man im Paradies ewig entjungfern könne. Die geistliche Anleitung, die den Attentätern von 9-11 beigegeben wurde, versprach ebenfalls Huris, als sie ja dieses brutale Massaker in Amerika angerichtet haben, als sie Selbstmordattentäter in den World Trade Center geflogen haben, Solidarität mit allen Opfern, und in der geistlichen Anleitung steht eben noch, dass sie dafür eine Belohnung von Allah bekämen, denn es wären bereits Huris für sie im Paradies zur Seite gestellt. Der Koran versteht sich selbst als ewig und unerschaffen. Das bedeutet, das ist kein Dogma, sondern das ist mit dem Islam verwoben. Und wenn das nicht stimmt, dann fällt der gesamte Islam. Wenn der Koran also nicht das auf den Propheten herabgesandte, unfehlbare Wort Gottes ist, dann hat der ganze Islam ein Problem. In Sure 4, Vers 163, in Sure 43, 4 oder in 1339 wird das klar. In Sure 85, Vers 21 bis 22 wird das deutlicher denn je. Denn hier wird ganz klar gesagt, der Koran sei herabgesandt und stehe im Himmel auf Tafeln. Da der Koran jedoch zahlreiche Fehler sowohl wissenschaftlich als auch historisch enthält und ein allwissender und allmächtiger Gott keine Fehler machen kann, kann der Koran nicht von Gott stammen und muss falsch sein. Dadurch, dass der Koran auch absolut antimoralische Aussagen macht, kann er nicht vom Himmel stammen und nicht von einem liebenden, allmächtigen Gott. Das islamische Dilemma. Die Tora und das Evangelium sind laut dem Koran von Allah herabgesandte Schriften. Sure 3, Vers 3 bis 4. Sure 6, Vers 115 macht klar, niemand könne Gottes Wort, also Allahs Wort, ändern. In Sure 5, Vers 47 heißt es außerdem, Christen sollen nach diesen Schriften handeln. Und in Sure 5, Vers 68 wird dies nochmal bekräftigt. Wir Christen machen laut dem Koran also absolut nichts falsch, wenn wir nach den Evangelien handeln. Es gibt auch keine sogenannten echten Evangelien, die irgendwie den Islam bezeugen würden in vorislamischer Zeit oder die irgendwie den Evangelien, die wir heute kennen, zuwiderlaufen würden, denn die hätten sich wie ein Lauffeuer verbreitet und das Christentum wäre gar nicht erst entstanden. Und die ältesten Quellen sind die neutestamentlichen Dokumente, die davon sprechen, was wir Christen heute glauben. Das steht dann eben im Widerspruch zum Islam und deswegen versuchen sie hier eine Verschwörungstheorie zu verbreiten. Jetzt stellt sich ein Problem, denn wenn der Koran, Tora und Evangelium anerkennt, jedoch leugnet, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also dass Jesus gekreuzigt wurde, dann steht der Koran im Widerspruch zum Evangelium. Da jedoch sowohl Koran und Evangelium von Allah herabgesandt wurden, ist der Islam falsch. Selbst wenn das Christentum falsch wäre und wenn das Evangelium nicht wahr wäre, wäre der Islam auch falsch, da er vom Koran bestätigt worden wäre und da die Evangelien laut dem Koran von Allah herabgesandt worden sind. Und dann wäre auch Allah ein fehlbarer Gott und ein fehlbarer Gott ist kein Gott und damit nicht existent. Nummer 8. Und noch was dazu, also dadurch, dass es sowas nicht gibt, irgendwelche Gegenevangelien, muss Mohammed also diese Sachen gehabt haben. Müssen also diese Evangelien eben die damaligen Christen schon besessen haben. Und der Koran ruft auf, die Christen nach diesen zu handeln, da sie von Allah herabgesandt worden sind. Jetzt möchten manche vielleicht sagen, das Barnabas-Evangelium, das nicht mit dem Barnabas-Brief oder den Barnabas- oder Pilatus-Akten zu verwechseln ist. Jedoch muss man da ganz klar was dazu sagen. Und zwar das Barnabas-Evangelium ist eine islamische Fälschung aus dem 16. Jahrhundert. Dadurch, dass Dantes göttliche Komödie
im 14. Jahrhundert entstanden ist, das Barnabas-Evangelium darauf jedoch anspielt, kann das Barnabas-Evangelium nicht vor Dantes göttlicher Komödie geschrieben worden sein. Auch kein islamischer Autor erwähnt das Evangelium von Barnabas, diese Apokryphe vorher. Das Barnabas-Evangelium macht schwere historische und geografische Fehler. So sei Jesus zum Beispiel mit dem Schiff zu Nazareth gefahren, doch Nazareth liegt im Festland. Außerdem ist es ein ganz klares Problem, wenn gesagt wird, weil das Barnabas-Evangelium zitiert aus der Vulgata, das bedeutet, es kann nicht vor dem 4. Jahrhundert entstanden sein, und erwähnt die fünf Säulen des Islam. Dadurch, dass der Islam jedoch und die fünf Säulen des Islam auch entgegen der Behauptungen mancher Moslems erst seit dem 7. Jahrhundert, manche sagen sogar erst seit dem 8. Jahrhundert existieren, kann das Barnabas-Evangelium nicht vorher entstanden sein. Von daher fällt auch dieses Evangelium flach, und wenn es wirklich aus der damaligen Zeit stammte, dann gäbe es mehr solche Schriften, die den Evangelien zuwiderlaufen. Sie wären noch früher, sie hätten sich wie ein Lauffeuer verbreitet, und damit hätte das Christentum niemals entstehen können. Grund Nummer 8, warum der Koran falsch und nicht Gottes Wort ist, ist Sure 10, Vers 38. Als Beweis für den Koran wird hier, wir haben ja einmal gesagt, der Koran sagt ja, ich bin widerspruchsfrei und deswegen bin ich das Wort Gottes, obwohl es sehr viele Widersprüche und Fehler im Koran gibt. Hier wird gesagt, dass eben, wenn der Koran nicht das Wort Gottes wäre und nichts Besonderes wäre, dann solle man doch eine Sura gleicher Art beibringen, und wenn man das schaffen würde, dann hätte man den Koran widerlegt. Ich lese jetzt einfach mal die kurze Sure 108 vor. Ja, ich lese einmal Sure 108 vor, und dann denken wir einmal gemeinsam über diese Sure nach. Jetzt passt auf, denn ich schlage jetzt gerade die Sure 108 auf und erzähle sie euch. Geoffenbart zu Mekka im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Wahrlich, wir haben dir Überfluss gegeben, drum bete zu deinem Herrn und schlachte Opfer. Siehe, dein Hasser soll kinderlos sein. Das ist das ganze Kapitel, das ist die ganze Sure. Und wir sollten jetzt eine Sura gleicher Art beibringen, dann hätten wir den Koran widerlegt. Wenn ich sage, das Papier ist weiß, ich habe Papier, das Papier ist weiß, ich schreibe auf Papier, so ist das Papier beschrieben, dann habe ich sogar mehr Verse in meiner selbstgebastelten Sure als hier im Koran. Und wenn jetzt die Moslems sagen wollen, das ginge nur auf Arabisch, dann sollten sie mir doch mal erklären, warum das dann, wenn das im Arabischen genauso aussieht, wie wenn ich den Koran, wie wenn ich irgendeinen Koranvers hätte. Das bedeutet, das Arabische sieht genauso aus, wie wenn ich jetzt diese Sure nehme und da würde keinem Laien irgendwelche Unterschiede auffallen von der Schönheit der arabischen Sprache her. Das bedeutet, auch im Arabischen funktioniert dieses Argument nicht. Ich kann keine Musik von Mozart schreiben, ist die deshalb von Gott? Wenn Mozarts Musik von Gott ist und keiner kann etwas anderes hervorbringen, dann wäre damit der Beweis gestartet, dass Mozarts Musik von Gott kommt. Das ist ein ziemlich zweifelhaftes Argument.